Hallo und herzlich willkommen, Christoph Pütz hier mit einem neuen Video aus Vista, Kalifornien. Und im heutigen Video sprechen wir mal über die kaufmännischen Ausbildungen in Deutschland und wie man die eventuell in den USA gut für den Beruf einsetzen kann, welche Vorteile es hat oder wie man zum Beispiel ein bisschen kreativ durchs System geht, um mit der deutschen Ausbildung hier in den USA was reißen zu können. So, wie ihr ja wisst, das Ausbildungssystem in Deutschland ist sehr anders als in den USA. Gerade so das Ausbildungssystem, wo man zum Beispiel Azubi, Geselle, Meister wird, das gibt es in den USA nicht. Es gibt zwar in den USA auch so eine Art Ausbildung, will ich mal sagen, aber vergleichbar mit dem, was in Deutschland abgeht, ist das eigentlich nicht. Natürlich gibt es Berufe wie zum Beispiel den Elektriker oder den Klempner, wo man dann hier schon eine gewisse Ausbildung vorweisen muss und auch eine gewisse Berufserfahrung. Aber das sind eigentlich so die Ausnahmen. Das hat man in anderen Bereichen gar nicht. Also alles, was zum Beispiel kaufmännische Berufe sind in Deutschland, wo man Einzelhandelskaufmann, Kauffrau wird, Bankkaufmann, Kauffrau, Bürokaufmann und so weiter und so fort. Entsprechend, das gibt es hier nicht und das sind hier normale Bürojobs. So Bürojobs gibt es natürlich hier in den USA auch und für viele dieser Jobs, gerade so zum Einstieg, braucht man eigentlich keine große Ausbildung. Also die meisten Arbeitgeber verlangen eigentlich so eine Art zweijährige Community College Erfahrung mit Abschluss natürlich. Aber das ist dann meistens auch schon. Häufig kann man in diese Berufe auch so reinrutschen und dann irgendwie Erfahrung aufbauen. Und sobald man dann ein, zwei Jahre Erfahrung hat, kann man da sich auch entsprechend hocharbeiten. Und gerade in diesen Bereichen wirklich kann man die kaufmännischen Ausbildungen aus Deutschland relativ gut einsetzen. So, hier ist mal so ein Beispiel. Also entsprechend nehme ich mal den Beruf des Office Coordinators in den USA. Das hört sich ja erstmal ziemlich offiziell an. Office Coordinator, also jemand, der das Büro führt. Und wenn man sich dann so die Aufgaben in der Regel anschaut, ist es wirklich nicht viel anders als der Beruf einer generellen Sekretärin oder eines Sekretärs. So, und Office Coordinators, da kann man schon okay Geld mit verdienen. Und wenn man dann wirklich überlegt, was braucht man da eigentlich? Man muss gut organisiert sein, man muss da wirklich mit viel Detail an allen möglichen arbeiten können, entsprechend halt wirklich Büroaufgaben zuverlässig erledigen können. Und das ist es wirklich dann auch schon. So, Office Coordinator braucht man keine große Ausbildung für. Dann gibt es da natürlich noch Administrative Assistant, was ja auch so eine Art Sekretär, Sekretärin ist. Und wenn man sich so die Berufsbeschreibungen anschaut, ist das auch wieder praktisch derselbe Beruf mit einer kleinen Variation da drin. Administrative Assistants werden auch häufig als Sekretäre, Sekretärinnen für Personen eingesetzt, also zum Beispiel für VPs, also Vice Presidents oder den Chief Executive und so weiter. Allerdings gibt es da dann auch wieder die Abstufung des Executive Assistant oder Executive Administrative Assistant. Da ist man dann schon eine Stufe höher und da wird dann auch schon einiges mehr verlangt. Weitere Berufe dieser Art sind dann zum Beispiel Bankkaufmann, also Bank Clerk, Office Clerk, Accounting Clerk, HR Assistant, Receptionist, Billing Clerk und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge Büroberufe, meistens halt mit diesem Clerk oder halt einem ähnlichen Titel, muss man sich das so vorstellen. Also alles so diese Art Berufe, die mit einer kaufmännischen Lehre eigentlich gut zu meistern sind. Dann gibt es natürlich da dann auch den nächsten Schritt, wo man sich zum Beispiel ein bisschen spezialisieren kann. Und man kann dann zum Beispiel mit der kaufmännischen Ausbildung in Berufe reingehen wie in Human Resources. Und dann wird man Human Resources Assistant und geht dann auch vielleicht entsprechend durch so Fortbildungen durch, wo man sich dann entsprechend weiter hocharbeitet. Ich habe das zum Beispiel bei meiner Firma gesehen. Da haben wir eine dann eingestellt als wirklich so HR Assistant und die hat sich da sehr gut nach oben gearbeitet und verdient mittlerweile sehr, sehr gutes Geld und hat auch durch die Erfahrung, die sie jetzt aufgebaut hat, da wirklich gute Chancen im Human Resources Bereich sich weiter hochzuarbeiten. So, und da braucht man in dem Sinne gar nicht so erst die Ausbildung, sondern das macht man schrittweise nach und nach. Hier ist dann eigentlich so, wo die deutsche Ausbildung wirklich hilfreich kommt. Also wenn man sich so Stellenbeschreibungen anguckt, da wird dann häufig schon einen College-Abschluss verlangt. Also in der Regel so der Bachelor's Degree, je nach Firma manchmal sogar auch einen Master's, aber das kann man in der Regel irgendwie umgehen. Und naja, so Community College-Abschlüsse, ja, eventuell auch. Aber da muss man dann wirklich schauen, okay, die kaufmännische Ausbildung in Deutschland ist ja in der Regel so 2 bis 3 Jahre. Und das kann man in den USA, wie gesagt, nicht so vergleichen, da gibt es nichts Passendes. Und da muss man eben dann ein bisschen kreativ sein, um wirklich den Gegenwert aus der Ausbildung zu bekommen.
So, dieser Gegenwert zum Beispiel, den kann man in Form des Bachelor's Degree dann sich durchaus mal angucken. Gut, ein richtiger College-Abschluss ist es ja nicht. Hat man 4 Jahre zusammen, hat man auch nicht. So, hat man allerdings hier die amerikanische Apprenticeship, die so in der Regel zwischen 3, 6 und vielleicht auch 9 Monaten lang ist, eventuell vielleicht auch mal 12 Monate, aber so ist es dann wirklich auch, dass man so sagen muss, 6 Monate, 9 Monate, 3 Monate, sowas in der Art, kann man ja auch nicht damit vergleichen. Also was macht man mit der Ausbildung? So, und da ist mein Vorschlag wirklich, kreativ zu sein. Und zwar könnt ihr dann eure Ausbildung als Bachelor's Degree angeben und habt aber dann zum Beispiel da so ein Statement dabei, dass die Ausbildungssysteme ja sehr unterschiedlich sind und dass man es in etwa mit einem Bachelor's Degree vergleichen kann. So, den meisten Firmen geht es weniger darum, welchen Abschluss ihr habt, sondern geht es darum, dass ihr einen Abschluss habt, dass ihr eine Sache angefangen habt und dass ihr die Sache zum Ende gemacht habt, also zu Ende gemacht habt, dass man da wirklich auch entsprechende Prüfungen abgelegt hat. Das ist es eigentlich, worum es den meisten Firmen geht. Die Firmen wollen nicht unbedingt die Leute dann ausbilden, jetzt nicht mit einer Ausbildung zu vergleichen, sondern die wollen jemanden, wo sie wissen, der kann etwas anfangen und der kann das auch entsprechend dann vollständig durchziehen. So, und darum geht es eigentlich. So, wenn man sich das jetzt überlegt, man gibt es auf dem Lebenslauf, auf dem Resume als Bachelor's Degree an, da kann man dann so einen kleinen Asterisk, also einen kleinen Sternchen da dranhängen, muss man auch gar nichts groß dabei schreiben. Wenn man dann entsprechend gefragt wird zum Beispiel, dann sagt man, ja, die Ausbildungssysteme sind nicht vergleichbar, es gibt den gleichen Abschluss in den USA nicht. Und euch wäre gesagt worden, das wäre wohl so am ehesten mit dem Bachelor's Degree zu vergleichen. Und dann bietet ihr noch an, entsprechend eine beglaubigte und übersetzte Kopie eures Abschlusses vorzulegen, falls das notwendig ist. So, das habe ich auch entsprechend so aus Deutschland schon mitgebracht. Ich habe damals dann an meiner alten Schule die Zeugnisse und meine Ausbildung und den ganzen Kram entsprechend übersetzen lassen von jemandem, von einem Englischlehrer und dann in der Schule da beglaubigen lassen. Und das hat dann völlig gereicht. Also ich habe es in den USA, glaube ich, 2 oder 3 Mal vorzeigen müssen und das war überhaupt kein Problem. So, ich habe ja in Deutschland auch keinen Universitätsabschluss. Ich bin nach 1,5 Jahren von der Uni abgegangen, weil ich da einfach nicht so das Richtige für mich entdeckt hatte. Und ich hatte auch keine Lust, im zweiten Lesesaal zu sitzen und den Professor nur über eine TV-Übertragung da entsprechend zu sehen. Und bin dann gegangen und habe eine 2-jährige Bankkaufmannsausbildung gemacht. Ich habe in Deutschland die kaufmännische höhere Handelsschule gemacht. So, und die war 2 Jahre, die Ausbildung war 2 Jahre, habe ich im Endeffekt 4 Jahre Ausbildung und das entsprechend verkaufe ich hier als Bachelor's Degree oder als, also mit den 4 Jahren oder den 2-jährigen Abschluss so als Community College und gebe dann aber auch immer direkt an, das ist nur in etwa so zu vergleichen und ich habe es nie offiziell vergleichen und überprüfen lassen bzw. übersetzen lassen. So, der wichtige Punkt dabei ist wirklich, dass man einfach von vornherein offen ist, wenn man gefragt wird und auch entsprechend sagt, dass die Systeme nicht zu vergleichen sind und dass es halt in etwa mit dem Bachelor's Degree übereinstimmt. Es ist sicherlich nicht dasselbe, aber in etwa. Und ihr seid gerne bereit, dann die beglaubigten Kopien vorzulegen. So, und das habe ich nicht nur ich in den USA so gemacht, ich habe mit anderen gesprochen und die haben es dann ähnlich so gemacht und haben auch nie Probleme damit gehabt. So, das Wichtige ist halt wirklich, man muss offen diesbezüglich sein. Ihr solltet euren Abschluss entsprechend übersetzt und beglaubigt haben und dann wirklich einfach mal schauen. Also in den meisten Firmen, bei den meisten Vorstellungsgesprächen, wo man dann hinterher anfängt zu arbeiten, ich habe es nur 2 oder 3 Mal vorzeigen müssen. Ich bin hier mittlerweile beim 9. oder beim 10. Job, also in der Hinsicht war das nie ein Problem. Und wie gesagt, es ist den Arbeitgebern eigentlich nur wichtig, dass ihr eine Art von Abschluss habt. Viele Leute in den USA machen zum Beispiel einen Abschluss in Liberal Arts und dann gehen sie wirklich in andere Berufe. Liberal Arts, also was mit Kunst, ist eigentlich so der schwächste Abschluss, den man hier an der Uni bekommen kann. Das ist eigentlich so für die Leute, die entweder nicht wissen, was sie machen wollen oder da, wo alles andere dann so schwer ist, dass sie es nicht schaffen würden und die gehen dann entsprechend in diesen Abschluss mit Liberal Arts und naja, wenn ich solche Zeugnisse dann mal sehe oder Lebensläufe entsprechend sehe, wenn Leute sich bewerben und ich bin der einstellende Manager, naja, dann kann ich mir schon vorstellen, so ein bisschen, dass die Leute vielleicht nicht wussten, was sie damals machen sollten. Und wenn ich dann am Karrierelauf sehen kann, wie sie sich entsprechend positioniert haben,
Naja, das kann manchmal sehr negativ dann auch entsprechend ausgelegt werden oder aber auch sehr positiv, wenn man dann sieht, wie die Leute sich nach oben arbeiten. Also sehr wichtig hier einfach die kaufmännische Ausbildung in Deutschland, die hat schon einen guten Gegenwert. Man muss halt entsprechend ein bisschen kreativ sein. Ich sage nicht, dass ihr hier falsche Angaben machen sollt, sondern es ist wichtig wirklich, dass man in diesen Gesprächen dann wirklich das auch so darlegt, dass die Ausbildungssysteme sind unterschiedlich. Und das ist eigentlich so der Punkt, den ich hier machen will. Also eure Ausbildung aus Deutschland hat schon einen guten Gegenwert und ihr müsst halt dann nur entsprechend wirklich, wenn ihr euren Lebenslauf aufsetzt, das entsprechend passend machen. Was hinterher wichtiger ist, ist wirklich die Berufserfahrung und da muss man dann schon genügend Detail anlegen. So, die Berufe, die ich jetzt eben genannt habe, das sind natürlich nur Einstiegsberufe. So, und man kann in den USA sehr viel mit, entweder mit privaten Fortbildungen was machen, da kann man Zertifizierungen machen. Häufig schicken auch die größeren Arbeitgeber einen dann entsprechend zu so Fortbildung, gerade so zum Beispiel im Human Resources Bereich, also Personalbereich. Da gibt es dann entsprechende Trainingsklassen, wo die Arbeitgeber einen hinschicken und auch dafür bezahlen. So, und das ist dann wirklich schon so ein guter Einstiegspunkt, wo man nicht direkt vielleicht oben einsteigt, sondern etwas weiter unten und sich dann aber entsprechend auch hocharbeiten kann. So, würde mich mal schon interessieren, in den Kommentaren von euch zu hören, was ihr diesbezüglich denkt. Welchen Abschluss habt ihr zum Beispiel in Deutschland gemacht? Und was sind eure Pläne, wenn ihr in die USA kommt und dann euch entsprechend bewerbt? Also würde mich freuen, in den Kommentaren von euch da unten mal was diesbezüglich zu hören. So, das soll es dann mal für heute sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass es wirklich auch hilfreich ist, wenn ihr es denn mal in die USA schafft. Und wie gesagt, würde mich sehr freuen, in den Kommentaren darüber mit euch sprechen zu können. So, das soll es für heute sein. Schöner Herbsttag hier in Südkalifornien. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. So, schöne Grüße aus Kalifornien. Tschüss!